Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Pioneers Map im wunderbaren Dschungel von Brasilien oder wo auch immer das sich hier abspielt. Ich bin mir da immer noch nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall stehen wir hier vor fast ausgewachsenen Mais. Wir können den schon häckseln. Wollen wir das heute machen? Ja, die Krähen haben gesagt, ja, leg los. Also machen wir das. Wir haben einen nagelneuen Feldhäcksler gekauft. Der steht hier hinten dumm rum. Den können wir jetzt endlich mal verwenden. Des Weiteren fehlen hier Güter, wie zum Bleistift Häckselgut. Von der letzten Häckselaktion haben wir hier im Hofsilo nämlich noch was drin. Das würde ich da dann bei Gelegenheit einfach mal mit rüberfahren, dass wir hier die 320.000 Liter in Silage um die Wurstel kriegen. Ja. So, passt mal auf, ein anderes Thema. Der Kollege ist hier am Pflügen. Ja, ich habe mich ein bisschen selbst schlau gemacht, quasi in Eigenregie. Die Selbstversuche durchgeführt mit Pastinaken, Rote Beete und Karotten. Ich bin jetzt schlauer als vorher. Also hat sich so ja gelohnt, die ganze Geschichte. Und zwar brauchen wir bei der Aussaat nur eine Düngestufe. Sobald wir mit der Sämaschine für die drei neuen Fruchtarten drüber fahren, wird automatisch die zweite Düngestufe erzeugt. Aber wir haben da ein Problem. Pass mal auf, zum Beispiel haben wir hier schon zweimal drüber gedüngt. Ja, wir haben hier, wenn wir das mal alles hier entfernen, schon volle Düngestufe. Das ist ein Problem. Wenn wir hier mit der Sämaschine drüber fahren, dann verschwindet die wieder komplett. Ja, die wird leider gelöscht. Finde ich übel dumm, aber was willst du machen? Na, heißt, wir müssen bei der nächsten Aussaat darauf achten, dass wir nur eine Düngestufe draufbringen. Der Rest macht die Sämaschine, dann haben wir 100%. Wir brauchen nicht Walzen. Ja, nicht. Ich würde das einfach pflügen. Vorher, naja, Mulchen kann nicht schaden. Also ich würde das vielleicht immer düngen, Mulchen pflügen, aussehen, fertig. Mehr musst du nicht machen. Und dann wächst das Zeug und dann ist sie glücklich. Also eigentlich eine pflegere, leichte Frucht, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Ja, okay, wir lassen den hier einfach mal machen. Wenn wir schon mal hier sind, da habe ich mir mal überlegt. Wir haben ja hier das Feld, was immer regelmäßig bestellt wird. Hier war nämlich mein Plan, dass wir jedes Jahr eine andere Frucht drauf bringen. Pastinaken, ein Jahr, das nächste Jahr dann Karotten. Da ruftet ja Rote Beete und dann danach wieder Pastinaken und dann wieder Rote Beete und dann wieder Karotten und dann wieder Pastinaken. Und ihr wisst schon, ne, immer so ein Dreierwechsel nach und nach, dass der Boden so richtig schön ausgebeutet wird und irgendwann ja keine Nährstoffe mehr hat, weil wir einfach nur Rübenfrüchte anbauen. So, hat er halt Pech, muss er durch. Wir sind im Dschungel, das geht nicht anders. Wir haben hier hunderte tausend Liter von der ganzen Geschichte eingelagert. In diesem Silo. Ja, der hat viel und zwar so viel. Von jedem über 200.000 Liter. Wir könnten das jetzt auch einfach verkaufen. Finde ich aber nicht so cool. Was haltet dann... Oh, die Zunge muss auch mitspielen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir davon einfach andere Sachen herstellen? Zum Beispiel könnten wir eine Konservenfabrik hinstellen, die das Zeug einweckt in Einmachgläser. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Wenn wir das hier ganz dicht am Hofsilo ranstellen, dann wird das quasi mit verwendet. Heißt, das ist da automatisch schon drin und wir brauchen nur in Hofsilo einladen und dann wird es verarbeitet. Finde ich eine übelst geile Geschichte, kann nebenbei laufen, brauchen wir uns nicht drum kümmern, außer ernten und in Silo fahren, der Rest passiert automatisch. Weil ich würde auf Direktverkaufen stellen, ich würde das jetzt nicht irgendwo hinkutschen, sondern lass einfach laufen. Na, wir haben so viele Sachen nebenbei zu tun, lass das einfach verkaufen und fertig ist der Lachs. Und genau das gleiche würde ich auch passend dazu mit der Suppenfabrik machen. Na, da können wir nämlich, Supp, steht da dran, guck, können wir nämlich... Karottensuppe, Pastinakensuppe und Rote Beetesuppe und alles zusammen verwurschten. Kartoffelsuppe geht auch, aber Kartoffeln haben wir nicht. Könnten wir aber machen, ist aber gerade nicht die Option, die mir da direkt zu einfällt. Was haltet dann von der Idee, wenn wir hier einfach Beeteproduktion hinstellen und die dann einfach wursteln lassen? Na, hier so mittendrin statt nur dabei. Könnte man so machen. Hätte ich Bock drauf. Vor allem das Schöne ist, wir haben die finanziellen Mittel dafür, um das einfach durchzuziehen. Ja. Warte mal, die Hütte ist ein kleines bisschen kleiner. Jetzt wäre ich fast bereit, dass wir hingehen und die Fichte einfach wegkloppen da. Und dafür hier die Halle hinstellen. Ja, die auf die Seite und die große auf der anderen Seite. Vielleicht auch sogar so rum. Ja, wobei, warte mal, der Haupteingang ist halt... Haben die überhaupt einen Haupteingang? Ja, die haben hier so eine Art Tor. Sieht auch wie zugemauert, aber soll ein Tor sein. Okay. Ja, die können wir eigentlich hier hinstellen.
So zum Beispiel. Steht der jetzt einfach so. Guck. Und die hier? Ja, vielleicht funktioniert jetzt sogar noch, wenn wir die hier drüben hinstellen. Aber ich würde die Fichte halt einfach gerne entfernen und dafür die da bauen. Dann können wir nämlich über diese Silo beide Fabriken versorgen und wir brauchen nichts weiter machen. Ne, außer Portemonnaie aufhalten und die Kohle einstreichen. Theoretisch würde das sogar funktionieren, wenn wir die einfach hier nebenstellen. Also da so. Na? Von mir aus auch hier hinten. Hier würde auch funktionieren. Ne? Dann würde das halt hier so stehen und würde auch gehen. Aber ich finde das hier an der Fichte, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Pass auf, wir holen mal hier die Kettensäge aus der Hosentasche und dann kloppen wir den Baum weg. So machen wir das. Und dann bauen wir hier erstmal schöne neue Produktionen. Huch, wo willst du denn hin? Bleib hier, Junge. Ich kümmere mich gleich um dich. Alles zu seiner Zeit. Mensch, ist ja so viel riecht hier. Hier war irgendwo ein Brennholzverleih. Den hatten wir an der Zuckerfabrik hingestellt, ne? So, dann latschen wir mal los und bringen wir hier den Tannenbaum weg. Oder... Nee, wir lassen den mal da liegen. Wir bauen jetzt die Fabrik. So. Die bauen wir nämlich genau. Halt, Produktionen. Wir wollten noch die Konservenfabrik. Da ist sie. Die stellen wir auch so, dass wir hier vielleicht doch drum rumfahren können. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen... Oh. Ja. Dann haben wir das Silo quasi im Innenhof. Jetzt müssen wir das halt nur landschaftsbautechnisch wieder ein bisschen schön machen. Hat aber wirklich den Vorteil, wir können hier jetzt schön produzieren lassen und haben da keinen Stress mehr mit. So, erstmal holen wir uns hier den Weg zurück. Dann würde ich sagen, legen wir den Weg hier mit ran. Ja. So. Der Rest wird grün. Und dann lassen wir die Tür auch ein bisschen auslaufen. Hier so rüber. Ich mach mal lieber rund. Lässt sich nämlich schöner malen. Bisschen schöner dosieren, die ganze Geschichte. So. Okay. Ja, sieht ein bisschen nach Kuddelmuddel aus, aber da kriegen wir alles hin. Das ist krass. So, warte mal, ein bisschen Beton. Können wir hier eigentlich bald lassen, hätte ich gesagt, oder? So vorne am Eingang. Warte mal, das kommt aber weg hier an der Ausladesiebstelle. Wie auch immer wir das jetzt nennen dürfen, sollen, werden, machen können. Eigentlich ist es ja ein Entladesumpf, oder? Ich glaube, so heißt es. Ja. So, brauchen wir hier Mitarbeiter? Nö, die kommen alle mit Fahrrad, ne? Oder die wohnen direkt da drin, ne? Wir sind hier im Dschungel. Da herrschen andere Gesetzes. Geschichten. Warte mal, was ist denn? Ja, von mir aus hier hinten können wir auch noch offen lassen mit Beton. Quasi der Hinterhof. Ich hätte generell gesagt, wir können hier... Ach, warte mal. Das soll aber auch gar nicht so hässlich werden, wenn denn. Also dann müssen wir hier nochmal ordentlich ran. So, der Busch ist schon mal weg. Das ist schade. Wir haben ja hier die Fichte dicht dabei. Die lasse ich auch da stehen. Das bisschen Beton hier kommt auch weg. Da kommt Gras. Hat das Boot gehupt? Cool. Sind wir auf jeden Fall nicht alleine mit der Sache, dass das schön ist. So, pass mal auf. Zack, zack, zack. Bis da so. Und wenn mein Plan funktioniert, also ich habe, boah, ich habe am Wochenende auf der Zilonka mal ein bisschen rumprobiert, experimentiert, durcheskaliert und habe festgestellt, ist ein bisschen cool. Ja, also die Map an sich, die musste die ganz stark umbauen, dass man da irgendwie überhaupt ein bisschen vorwerken kann. Also Felder zusammenflügen und sowas, ne, dass da überhaupt mal ein bisschen was zu bewerkstelligen ist. Weil die ganzen kleinen Fältchen da, keine Ahnung, da machst du da ein bisschen Rhabarber oder was und mal eine Reihe Mohrrüben und dann kannst du dir da am Wochenende einen Kuchen vom backen und dann bist du fertig mit deiner Jahresernte. Das geht so nicht. Ja, da muss dann, wenn denn schon, ein bisschen mehr Fläche her. Deswegen, es gibt viele Felder auf der Map, die kann man wirklich zusammenflügen und dann hast du schöne Feldflächen. Aber die Startfelder, die sind recht klein gehalten. Ich meine, das ist für kleine Traktoren. Das ist eigentlich eine wirklich prima Map. Ne? Du hast keine Riesenfelder. Das kann man damit schön bestreiten. Das ganze Ding. Das sieht hier übelst kuddelmuddelmäßig aus. Ich wollte hier eigentlich eine Art Innenhof haben. Warte mal. Ist hier Asphalt? Das ist alles Asphalt, ne? Ich finde den. Ich würde dann lieber Schotter, bitte. Ich finde Schotter ein bisschen schöner. So, weil wir haben hier die HW80 noch da am Mang stehen. Und da habe ich nebenbei bemerkt, auch eine wunderbare Farbkombi dafür für mich entdeckt. Für die HW80. Warte mal, wir könnten hier eine Art Weg lang zimmern. So, schön beschottert. Ist ja natürlich nicht richtig. Wir wollen ja
unseren roten Sandboden hier haben. So. So gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Okay, dann machen wir ab hier aber Schotter, ne? Okay. Ja, von mir aus hier wieder raus. Hier können wir auch beschottern. Bis da so. Na, schön unterm Anhänger durch. Unterm Anhänger durch. Ja, verdammte Hacke. Das erkennt er das nicht, ne? Weil wir da in Colli sind mit dem Maltool. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Kriegen wir aber alles hin. So dämlich, ne? Dann können wir die Anhänger hier noch da unterstellen. Dann sieht das halbwegs vernünftig aus. Die Bäume. Können wir hier noch ein bisschen Dekoration betreiben? Ja. Dann ist das nicht so nackig. So, als würden die schon länger da stehen, ne? Eine Grenze in Botanik. Sind alles die gleichen Büsche. Ne, ist halt so. Warte mal, den vielleicht noch nach. Da. So, guck. Wunderschön. Ich glaube, so ist das okay. Ha, ich habe jetzt echt die Hoffnung. Wenn wir nämlich jetzt in die Produktionsmenüs reinschauen, müssten bei beiden Produktionen eigentlich die Füllstände von dem Silo auftauchen. Jawohl. Guck mal hier, Konservenfabrik hat hier 200, noch war 1000 von allem und die ebenfalls. Die Suppenfabrik und die Konservenfabrik, das ist voll geil. Wir machen mal auf direkt verkaufen. So, jetzt sind alle Produktionen auf direkt verkaufen. Wir haben hier eine Dreierlei Suppe, die machen aus Karotten, Pastinaken und Rote Beete Suppe. Produzieren bitte, danke. Dann Karottensuppe, ja, Pastinakensuppe, Rote Beete Suppe, Kartoffeln haben wir nicht. Und Karottendosen. Das sieht mir aus wie ein Einwegglas, oder? Warum da Dosen steht? Keine Ahnung. So, wir lassen es produzieren und das geht direkt in den Export, in den Verkauf. Ja? Sehr schön. Also da habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, keinen Bock, irgendwelche Paletten wegzufummeln oder so, sondern das kann einfach laufen. Ach du Schande! Hier ist ein Loch. Wir müssen Bügeleisen rausholen und das noch mal ein bisschen hübsch machen. Das habe ich gar nicht gesehen. Na sag mal, was ist denn da los? Können wir die Höhe hier ungefähr wieder rüberholen zum anderen? Ja, Gott sei Dank. So. Dann flattern wir da ein bisschen glatt hier. Da hätte ich jetzt ja nicht dran gedacht, ne? Weil wir, wenn wir hier mit die Anhänger durchfahren. Ach Gott, das wird ja ein Albtraum. Hilfe. Warte mal. Ist das hier denn halbwegs vernünftig? Warte mal, ich habe jetzt keinen Bock, dass wir hier fette Kanten haben. Weil das war eigentlich alles so schön. Aber dann. Ja, müssen wir mal sehen. Aber hier ist okay, ne? Ja. Na bitte. Leute, wir produzieren so Dinge. Supi. Also Suppen und Einweggläser. Sind das. Okay, die Sache läuft. Die brauchen wir nicht mehr weitermachen, außer, wie gesagt, Kohle einstreichen. Ziemlich cool, war eine feine, tolle Sache. Und war jetzt gar nicht so doll teuer. Läuft aber wie geschnitten Brot. Okay, warte mal, wir hatten hier hinten... Hier war doch noch irgendwo übelst viel Baufläche. Was sagt denn die Mappe? Genau. Und zwar landtechnisch sind wir fast ausgebucht. Ne? Wir müssten... Müssten wir? Oder müssen wir nicht? Oder müssen wir doch? Ich bin mir nicht sicher. In den Kommentaren. Pass mal auf. Wir müssen wieder ein bisschen was abfrühstücken heute. Und zwar... warte mal. Stehen wir jetzt hier, wo ich hin will? Nee, wir stehen ja nicht da, wo ich hin will. Ich will hier neben dem Feld, nicht davor. Der Vorteil ist, glaube ich, hier hinten hat man noch nicht allzu viele Bäume gepflanzt. Pass mal auf. In den Kommentaren kam der Vorschlag, Mensch... Wie sieht es denn eigentlich aus mit so einer Papierfabrik? Da dachte ich mir so... Ja, eigentlich voll geil. Da wurde mir auch modtechnisch was vorgeschlagen. Da muss ich aber leider sagen... Ja, das war dann mit Zellulose und bla. Und das ist eine übelst coole Sache, weil du hast sehr, sehr viele Produktionspunkte. Finde ich persönlich jetzt hier bei uns gerade im Let's Play hier auf der Map jetzt nicht so cool. Also wenn wir jetzt was reinbringen und was rauskommt, ist das okay. So wie bei die Suppenproduktion, ne? Du schmeißt da Karotten rein und kriegst eine Karottensuppe zurück. So finde ich das schon sehr angenehm. Nicht allzu viel Micromanagement. Deswegen, pass mal auf, wir gehen in Produktion. Da ich ja diese Platinum-DLC habe, hier diese Forst-Erweiterung,
haben wir nämlich eine Papierfabrik. Und die ist ja nicht mal so hässlich. Guck mal, und die ist auch ja nicht mal so riesengroß. Die können wir schön irgendwo im Wald verstecken und dann ist die einfach da. Da fahren wir hier Holz rein und dann kriegen wir Papier und Pappe rollen wieder raus. Es ist nur die Frage, wollen wir die direkt verkaufen oder wollen wir die selbst verkaufen? Wir könnten ja vorher mal kurz preistechnisch abchecken, was denn da machbar ist. Wo ist denn hier Paper? Papier da. Nee, doch, da, klar, guck mal hier. Ja, verkauf alles Container, nimmt das Zeug ab. Ist auch gerade ein bisschen... Warte mal, dafür, dass wir hier... Der Preis, der streut gerade mal 400 Euro. Vom tiefsten zum höchsten ist ja voll stabil. Was mit Karton? Karton. Ist fast genauso. Also Karton und Papier ist fast gleich. Was haltet dann von der Papierfabrik, Freunde? Ich hätte da ein bisschen Bock drauf, weil wir haben sehr, sehr viele gefällte Bäume rumliegen. Die können wir alle noch verwursten. Dann kommen die halt nicht in die Brennholzverleihdinger, sondern dann stopfen wir die in eine Papierproduktion. Wollen wir das machen? Dafür wäre nämlich der Bauplatz hier unten perfekt. Hätte ich jetzt gesagt. Müssten wir aber trotzdem ein bisschen einebnen hier die Geschichte, ne? Dass wir da vernünftig auf ein Level kommen. Wollen wir das machen? Ich hätte da irgendwie ein bisschen Bock drauf. Warte mal, Papier braucht doch eigentlich auch ganz viel Wasser. Dann ist es doch... Umso besser, dass wir hier am Fluss direkt das Ding bauen, oder? Oder wollen wir die hier drüben hinstellen? Ich meine, hier ist es sehr abschüssig. Ist aber machbar. Weil die sind eigentlich gar nicht so doll teuer. Der Vorteil ist, wir haben halt gerade echt Kohle ohne Ende. Wäre hier. Könnten wir hier schön verstecken im Wald. Wollen wir die hier hinstellen oder wollen wir die hier vorne mal stecken? Ich glaube, ich finde die hier bald besser, ne? Dann steht die hier so alleine für sich in der Ecke. Ja, also holen wir den Bügeleisen raus und machen uns hier erstmal eine schöne Fläche schön. Eine schöne Fläche schön. So, pass mal auf. So, hier fräsen wir uns in den Berg und was wir hier rausschütten, das kommt hier oben ruf. Machen wir mal schön rund, dass es so ein bisschen harmonisch, organisch in den Wald hier hineinpasst. So, jetzt hätten wir hier ein schönes Plateau, wo wir drauf bauen können. Na? Da müssen wir uns hier noch den Weg ranbügeln. Aber das sollte jetzt weniger das Problem sein, dass wir hier auf eine Ebene kommen. So, Pi mal Fensterkreuz. So ungefähr. Na, dann kommen wir nämlich hier mit dem LKW schon raufgefahren für unsere Holzlieferung. Dann malen wir uns das hier auch mal gleich hin, dass wir wissen, wo das Terrain quasi angeglichen ist. So, dann hätten wir hier schon mal den Zugang auf dieses Gebiet. Produktion, Fabriken. Ich hab da gerade voll Bock drauf. Also manche Ideen, die sind so, ja, warum ich da alleine nicht drauf gekommen bin, weiß ich nicht. So, pass mal auf. Wie rum, larum stellen wir denn? So rum? Nee, warte mal. So rum, so rum, so rum, so, so, so. So, ne, dann kommen wir hier angefahren, fahren direkt durch, weil ich glaube, entladen muss hier in der Mitte. Und die nehmen Holz und machen daraus Papier und Pappe in Rolle. Und dann können wir da nämlich wieder rausfahren und zurück. So, guck, hier stellt. Voll geil. Macht grad voll Spaß. Ich hoffe, dass das doch alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber eigentlich, warum nicht? Bis jetzt haben wir alles kaputt bekommen, ne? So, dann machen wir hier nochmal schön mit dem Bügeleisen. Das alles tippitoppi. Und hier drüben genauso. Aber müsste eigentlich alles auf eine Ebene sein. Dann können wir nämlich hier wunderbar jetzt unseren Weg durchmalen. Und dann machen wir das noch wunderschön. Und dann können wir endlich in den Mais. Oder wollen wir dann heute gar nicht mehr... häckseln. Ich meine, wir könnten auch gucken, dass wir die Produktion zum Laufen kriegen und dann könnten wir theoretisch auch beim nächsten Mal häckseln. So schlimm ist jetzt nicht. Warte mal, der ist ein bisschen eng, der Kreis im Rausfahren. So, ein bisschen Beton können wir da eigentlich lassen. Und hier zurück wieder raus. Ach komm, wir machen hier schön. So, da wird alles sandig, ne? Schön auf Sand gebaut. So hört sich das. Das ohne Beton und da weg damit. Hier können wir das ja ein bisschen eingrenzen. Ich glaube, die Paletten, die spawnen auf der anderen Seite, da wo dieser markierte Trigger war, ne? Hier kommen die fertigen Paletten raus. Sind das Rollen oder Paletten? Ich bin mich da nicht sicher. Ich habe das noch nicht gebaut, keine Ahnung. Generell die ganzen Produktionen vom Platinum DLC. Weiß ich nicht. Also manche sind cool, manche nicht so. Vor allem ist doch sehr, sehr viel. Also wenn du die alle baust, dann hast du echt zu tun. Die alle zu verfüttern und versorgen und
Ja. Guck mal, wir haben hier auf der Map auch schon sehr, sehr viel. Ich habe generell das Gefühl, wir machen hier viel mehr mit irgendwelchen Nebenproduktionen als mit ganz stinknormalen, altertüblichen Ackerbau. Ist ein bisschen schwierig. Deswegen, ich hätte vielleicht doch nochmal ein Stück neues Land, wo wir einfach nur Ackerfläche machen, dass wir einfach mal beackern. Und nicht immer nur irgendwelche Micromanagement in irgendwelchen Produktionen betreiben. Was aber auch mal abwechslungstechnisch ein bisschen cool ist, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben Zucker, wir haben jetzt die Brennerei, die müssen wir auch noch zum Laufen kriegen. Da fehlen uns auch noch ein paar Zutaten für wunderbaren Schnaps, den wir da zusammenbauen können. Ja, das soll die Papierfabrik sein. Wollen wir hier noch ein bisschen Botanik drin kleben oder wollen wir es so lassen? Vielleicht haben wir irgendwann mal eine Setzlingpalette und dann können wir hier noch mal ein bisschen was verschönern. Es sei denn, wir machen hier ein bisschen Buschwerk. Warte mal, Pflanzen, da Bäumchen. Die da, ich finde die cool. Da haben wir die noch ein bisschen kleiner. Ja, dann nehmen wir hier die. So. Ne? Der Außenarchitekt, der Gärtner, hat ja auch ein Wort mitzureden. Ob er will und nicht. Zack, zack. Dann haben wir hier die Böschung ein bisschen kaschiert. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Na, ist nicht besonders, aber da steht sie. Cool. Und wir haben immer noch Kohle ohne Ende. Das gefällt mir. Also die passt hier wirklich sehr, sehr schön in den Wald hinein. So, noch eine Produktion. Also irgendwann ist dieses Produktionsmenü hier so elendig ekelhaft lang. Wir haben. Guck mal, der macht aus 400 Holz so und so viel. Oh. Die sieht fast aus wie so eine Stahlrolle, aber ist Papier. Wollen wir mal auf Behalten machen? Dann würde ich hier mal die erste Ladung Holz reinfahren, um zu schauen, wie viel die überhaupt annehmen kann. Also vom Volumen an Holz, wie oft wir das Ding hier füttern müssen. Da würde ich doch gerne mal einen vollen LKW herholen mit Holz. So, wollen wir da mit Anhänger machen? Wo steht denn der überhaupt? Hallo? Oh Gott, warum hat den Anhänger hin verbummelt? Ach du Schande. Ich hoffe, der steht hier hinten irgendwo rum. So. Aber. Ey, voll geil. Guck mal, das gefällt mir hier. Jetzt haben wir hier nicht nur ganz stumpf und dumm das Silo rumstehen, sondern haben wir noch eine schöne Verwendung dafür. Ne? Also dann ist. Da ist der Anhänger. Okay. Dann ist es ja fast entschuldigt. Wollen wir die Anhänger hier immer eine Runde rumziehen? Mal gucken. Dann können wir gleich mal einen Terrain-Check-Check machen. Wir ziehen die mal eine Runde rum. Mal gucken, wenn wir da hinten nochmal reinfahren in die neue Einfahrt, ob sich das vernünftig fährt. Oder ob wir da Achsbruch erleiden. So, und rum. Aber das sieht ja nicht so verkehrt aus. Wir gucken mal wieder an, wie der LKW. Na, wobei, hier ist ein bisschen huckelig. Ah, da ist eine kleine. Es geht, aber das lassen wir so. Da brauchen wir terrain-technisch das Bügeleisen nicht nochmal ausbuddeln. Das lassen wir so wie es ist und dann ist das gut. Sehr schön. So, Produktionen, die sich lohnen. So, wie fällt mir das? Dann haben wir doch relativ viel aus dem Stückchen Land hier noch rausgeholt, oder? An Möglichkeiten. Ich finde das okay. So, wenn wir so viel holzverarbeitende Produktion haben, dann müssen wir aber auch langsam mal zusehen, dass wir vielleicht neue Bäume fällen irgendwo oder anbauen. Ich würde auch echt gerne den Anhänger erst beladen. So, wir schalten um auf die rechte Seite. Und die wollte gar nicht hin, die wollte dahin. Stapel 2, nein, Stapel 1. Auto laut nach links schalten. Heißt, wir sind auf der rechten Seite. Perfekt. Der in Action. So, dann machen wir mal voll das Ding hier. Mal gucken. Ah, wobei, vielleicht nicht ganz voll, sondern kriegt wieder Anmecker von euch. Weil der schaltet ja irgendwann automatisch auf den zweiten Stapel um. Ich glaube, sobald er die Rungenhöhe automatisch erreicht hat, ne? Also noch ist er ambitioniert dabei und packt drauf. Warte mal, wir machen mal aus. Schalten wir auf den zweiten Stapel. Dann schmeißen wir mal Spann. Oh, warte mal, hier liegen noch Stöckchen. Wieso nimmt denn der die nicht? So, jetzt. Ich habe mal umgeschalten auf den zweiten Stapel, ne? Das klingt besser. Jetzt fummelt er hier die kleinen Stöcke alle noch weg hier vorne. Ah, wobei, warte mal. Die Bäden hier will er nicht. Das sind die, die immer nach vorne rausgucken. Die packt er nämlich auch auf den vorderen Stapel mit drauf. Haben wir aber jetzt ein Problem, weil die Lappen ein bisschen über und dann bleiben die anderen dran hängen. Und das will ich natürlich nicht. Warte mal, die würde ich von hier aus durchschieben.
Ich hoffe ganz stark, dass die Papierfabrik, dass die ein bisschen Volumen hat. Nicht, dass wir hier auf die halben Baumstämme sitzen bleiben. Wäre an sich nicht schlimm. Ne, dann packen wir die einfach im Brennholzverleih und dann sind wir die auch los. Aber so eine ganze Ladung kann der ruhig vertragen, kann er wegfressen, denke ich, hoffe ich. So, hat den Vorteil, wir haben dann hier die Lichtung beräumt. Größtenteils. Vielleicht ist das eine komplette LKW-Ladung. Mal gucken. Wir müssen hier nur irgendwie nochmal weiter ranfahren. Was ist denn da vorne? Ach, das ist ein Bambi. Ich dachte, hä? Was ist denn da für ein Baumstamm? Nee, das ist der Hintern vom Reh. Das ist so hell. Mal den Dreh auf den Pöppes geguckt. Okay, dann machen wir hier mal nochmal voll. Also die Ladehöhe, die ist grenzwertig, ne? Das ist Code vor Anmecker. Ich weiß. Ah, das sind doch fette Stämme, Mann. Wenn die hier rinknallen, das ist ganz schön Gewicht, ey. Junge, Junge. Hat der Harvester richtig zu kauen, wenn er sich da durchfrisst mit seiner Säge? Stopp, 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 ist okay. So, ne? Oder? Ist grenzwertig viel schon wieder okay. Habe ich selber festgestellt gerade. Aber hier liegt echt viel Holz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Hier der gleiche in Dunkelbunt. Mach mal hier den LKW voll. Jetzt haben wir wieder so einen bekloppten Stamm, ne? Nun denn. So greife er zu und packe ihn da drauf. Geh da rüber. So. Okay. So, und weiter. Ach, nee, schon wieder. Nee, wir müssen den wegpacken, sonst passieren die Dinge, ne? Ja, das bleibt halt leider nicht aus. Aber ich muss sagen, mit diesen neuen Produktionen, das gefällt mir. Was wir jetzt halt immer noch nicht geschafft haben, was mich letztes Mal schon übelst geärgert hat, was wir seit 4 Folgen nicht geschissen gekriegt haben, war die Kalkproduktion zu bauen. Da müssen wir mal gucken, wo wir das Ding hinstellen. Diese Glühbecken, ne? Was denn Wasser zu Kalk umbaut. Ja, nun. Reicht denn oder noch ein Schluck? Guck mal, ist nachgerutscht. Oh, jetzt haben wir da einen dicken Doof. So. Okay, ich habe jetzt von selbst aufgehört. Kommt nicht oft vor. Ihr müsst stolz auf mich sein. Dann räumen wir das nochmal ein bisschen mittig. Ein bisschen mittig. So, so. Schön zusammenrödeln, die Mikado-Stäbchen. Genau. Spannjurte. Und Action. Das ist auch eine schöne Ladung Holz. Und damit eiern wir jetzt zum Papierwerk. Und dann bin ich da mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, schön langsam fahren, dass wir hier nicht wieder stabile Seitenlage erleiden. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. So, oh, wie die Achsen sich gerade schön dem Unterboden angespiegt haben. Das fand ich optisch wunderschön. Wir müssen hier lang fahren. Ich brauche hier bald Verkehrsschilder, Wegweiser, sonst bin ich hier hoffnungslos verloren in unserem eigenen Wegelabyrinth durch den Dschungel. Das ist grauenvoll. Ihr könnt mir sehr vorstellen, dass die Papierproduktion noch ertragreicher ist wie die Brennholzproduktion. Na wobei, warte mal, bei dem, die Bambis, die hängen in der Luft, die irgendwas rochen die hier, ich habe keine Ahnung. Die Brennholzproduktion macht halt 1:1 Holz zu Brennholz. Ja. Ich glaube, hier fahren wir leichte Verluste ein, ne? Hier ist viel Holz, wenig Papier. Also übertrieben, ne? Ist jetzt nicht wenig, aber da fahren wir ein paar Verluste ein. Und ich glaube, der Verkaufspreis, der ist gar nicht so doll unterschiedlich. Jetzt kriege ich gerade ganz doll Probleme, dass wir vielleicht hier nicht drunter durchpassen, oder? Oh, 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 ich hab's gewusst. Nee, warte mal, dann fahren wir andersrum da lang. Haha. Dann fahren wir hier lang. Ja, wir müssen das erforschen. Okay, vielleicht kommen wir von hier aus besser zum Entladen dadurch. So, dann bitte einmal den LKW. Ist das schon automatisch runtergenommen? Nee. Wir müssen hier immer entladen, ne? Ja, an diesem... Oh, ist richtig geil mit... Oh, mit Treppchen.
Nimm das. Wir waren 22.000. Okay, dann fahren wir den Anhänger noch mit durch. Weil jetzt müsste der LKW... Nein. Ist nicht dein Ernst. Ah, wir passen hier nicht durch. Hör mal auf. Och, nee. Okay, dann habe ich mir das eigentlich anders vorgestellt. Ha, es ist schlimm. Was machen wir denn jetzt? Wir passen mit dem LKW. Na, das ist ja verflucht, ist doch das. Können wir irgendwie Luft ausreifen lassen? Nee, können wir auch nicht. Och, Mann. So, passen wir auf, aber wir können vielleicht jetzt mal abschätzen. Wie sieht's denn füllstandtechnisch aus hier? Wow. Okay, also lohnt sich einfach nur, wenn wir hier nur mit dem LKW herfahren. Dann fahren wir hier rückwärts ran, laden ab und hauen wieder ab. Na, das ist ja doof. Ach nee. Warte mal, kriegen wir die Deichsel da rumgezogen? Dann müssen wir hier irgendwie noch rückwärts ranfahren. Ich habe schon überlegt, ob wir uns hier mit dem... Warte mal. Aber wir kommen hier, glaube ich, nicht ran, ne? Loch? Nee, das ist Berg. Dann ist das hier Loch. Machen wir mal viereckig. Und wir stehen überhaupt gar nicht im Winkel, ne? Nein, so richtig gar nicht. Und weil hier Gebäude... Ah, nee, das wird nichts. Das wird leider nichts. Verdammt. Gut, dann machen wir die Löcher wieder zu. Hätte ja klappen können. Ha. Naja, haben wir das aber rausbekommen? Also in LKW voll reicht. So, jetzt zieh die Deichsel hier rum, Junge. Zieh doch. Ja. Okay. Reicht vielleicht schon. Wieso fährt das Gummiband, war das gerade? Ja doch, warte mal, das müsste aber gehen. Nein. Ach. Ja, warte, da war es gerade. Da ist es. Okay, doch, da ist es. So, warte mal, jetzt müssen wir wieder übelst die LKW-Fahrskills am Tag legen, weil wir müssen jetzt hier mit dem Anhänger rückwärts ran. Problem ist, der Anhänger wird auch nicht leer werden. Und ich merke jetzt schon, wir haben nicht hier viel zu eng gebaut. Aber da wir so oder so mit dem LKW hier nicht durchpassen, ist das vielleicht ja nicht so doll schlimm. So, Leute, das sind hier Drehschemel-Skills. Ich sag euch, das ist hier wieder 1A mit Sternchen. Guck dich das an. Na? Mann, geil. Hab selber total vergeistert, wie das hier irgendwie so halbwegs klappt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ist okay. Gott sei Dank ist die Erde hier relativ eben an der Stelle. So, mal gucken, wie weit wir den Anhänger hier leer... Warte mal, wir machen mal noch die Gurte ab. Und dann mal gucken, wie weit wir den Anhänger hier leer bekommen. Ja, hab ich mir gedacht. Ist voll die Hütte. Mehr geht nicht. Okay. So sei es. Wir machen den hier mal aus. Und... Ja. Wir müssen die Produktion noch starten, ne? Wir haben oft behalten. 24 Zyklen ist nicht viel. Ich will mal gucken, wie so eine Rolle aussieht. Pappe und Papier. Die würde ich hier vielleicht als Deko stehen lassen sogar. Und den Rest will ich dann auf Direktverkaufen machen. Lass mal vorspulen. Warte mal. Sehen wir hier Füllstände? Ja, hier. Ich glaube, ab 1000 kommt eine Rolle, ne? Eigentlich jetzt cool. Ich mag den Stil. So sehr rustikal und alt. Passt hier voll rein. Oh, dauert ja eine ganze Weile. Guck mal, guck mal. Und die Sonne wandert und wandert. Wir haben noch Lohnzahlung. Okay, der Flug ist noch am Flügen, aber okay. Ja. Da hätte ich... Wir warten einfach mal ab, ne? Ist was im Angebot? Nein, passt mal auf. Forstfahrzeuge. Ich hab doch hier den Buffalo Autoload. Wo ist er denn? Da ist er doch, der da. Der passt hier auf jeden Fall drin. Wenn nicht, holen wir mit dem die Baumstämme. Wollen wir das machen? Der kostet 100.000. Oh, guck mal, schon spät. Nee, dann werden wir auf jeden Fall im
Oktober in die Ernte gehen. Dann lassen wir das hier erstmal noch so weit laufen. Dann haben wir heute schön Produktionen gebaut. Gefällt mir. Was wir halt immer noch nicht haben, ist eine Kalkproduktion. Naja. So, warte mal, was ist denn hier, du? 700? 800? Und beim 1000er fällt hier die Rolle raus. Und dann kommt die erste Rolle Klopapier. Na? Nee. Hä? Krass, warte mal, wie viel passt denn so eine Rolle rein? Es wird dunkel! Ach, verdammte Hacke. Okay. Leute, wir können auch noch mal ein bisschen Holz entladen. Das ist aber stockfinster hier, Mann! Ja, wir arbeiten halt nicht oft im Dunkeln. Ich merke schon. Dann haben die Rollen aber mehr Gewicht. Dann sind das 2000 Liter. Kann das sein? Unter Umständen eventuell vielleicht. Warte mal. Oder fallen die ganz woanders raus? Weil Nebenprodukte gibt es ja hier nicht. Nö, die müssten da rauskommen. Da hinten. Eigentlich. Das sind aber fette Rollen. So, warte mal, ich wollte mal nochmal gucken. Brennholz. Was hat ein Brennholz für ein... Hier sind wir falsch. Da wollen wir hin. Die Papiersache, die ist gewinnbringender, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Gut. So, was ist denn hier nun? So, wir haben Nachtschicht gemacht. Mittlerweile ist der Mond auch schon da. Hier müsste jetzt die erste Rolle rausfallen, oder? Immer noch nicht. 2000. Sag mal, wie viel passt auf so eine Rolle? Kann doch wohl nicht wahr sein. Zeig bitte, die würdet haben jetzt hier. Hallo. Oder standen wir im Trigger im Weg? Die kann nicht sein. Gibt's da wohl ja nicht. Zeig bitte jetzt. Sag mal, ist das etwa noch schwerer? Mit was sollst du denn das verladen, sag mal? Das geht ja gar nicht. Aber verkaufte Milch, guck mal, ey, wird schon wieder Tag. Sag mal. Oder 2,5? Vielleicht 2,5 Tonnen, das wäre auch noch okay. Wenn wir sehen, die erste Klopapierrolle müsste dann hoffentlich bald mal rauskommen. Ich will das sehen jetzt hier. Keine. Oh, guck mal, wunderschön, wir haben den nächsten Morgen. Mach hier, wir müssen bald in der Ernte hier. 2,5 immer noch nicht. Na, hallo? Was ist denn bitte? Sag mal, wie groß sind die Papierrollen? Also in echt sind die halt wirklich groß, ne? Die wiegen auch ein paar Tonnen. Aber sag doch mal. Wir haben doch auf direkt... Warte mal, wir haben auf behalten. Das müsste eigentlich hier... Nee, warte mal, hier unten. Behalten, ja. Das lässt so eine Rolle rausfallen, verdammte Hacke. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie schwer, wie groß ist denn so ein Ding? Okay, oder wir werden nie erfahren. Vielleicht haben wir auch einen Fehler an der Matrix. Ich weiß es nicht. So, wir stopfen nochmal Holz rein. Also 30.000 Holz geht hier ungefähr rein. Na? Finde ich aber schön, dass das Spiel hier nicht bescheißt. Wenn du nämlich, sag mal, du hast noch 400 Platz für Holz und du hast einen Baumstamm, der hat 500, dann nimmt er den nicht. Weil, ne, wäre ja dann verloren quasi. Okay. Die Papier- und Papperrollen werden ein ewiges Mysterium bleiben. Guck mal auf den Kontostand, wir machen übelst Asche. Wie sieht's denn hier aus? Hä? Was ist denn das hier? Wieso hatten sich das... Hä? Erklär mir mal das hier. Wie geil ist das denn? Wow. Haben wir etwa das Spiel zu unseren Gunsten kaputt gemacht? Da guckt ihr das an. Also wir haben niemals 724.000... Wow, wir brauchen nie wieder in der Ernte gehen. Das ist ja cool. Was ist denn hier los? Hä? Geil. Ich glaube, das... Silo und die Bedenproduktion, die vertragen sich miteinander nicht, ne? Guck dir mal die Füllstände an, was ist denn da los? Okay, zeig mal. Das ist ja der Hammer. Warte mal, wie viel ist hier im Silo drin? Wird es hier im Silo auch wieder mehr? Nee, schade, leider nicht. Okay. Ah, es sei denn, der wird nicht verkauft. Aber eigentlich schon. Aber da wäre ich hier viel mehr drin. Hä, wie krass. Naja, mir sollte recht sein. Ne, Geld für immer. Derart viel und unendlich. Cool. Also heute ist mit die Produktion ein bisschen komisch. Nun denn. Also wir kriegen keine Rollen. Dafür haben wir hier eine Zellteilung bei den Rüben.
So sei es. Mir sollte recht sein. Okay, Freunde, beim nächsten Mal gehen wir in den Mais. Wir müssen, warte mal, der dürfte jetzt auch schon erntereif sein, oder? Dann können wir dröschen und hacken. Zeig mal. Wachstum, erntereif. Ja, geil. Zeig mal her. Ich wollte heute ja nicht so lange machen, aber manchmal passieren so Dinge. Ja, guck mal hier, der Mais ist reif. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal häckseln und dröschen. Ja. Wir werden den schön dröschen, das kommt in die Brennerei und wir werden den häckseln und das kommt in die Silageproduktion, in den Fermenter. Genau so machen wir das, Freunde. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, wenn es in den Mais geht. Ich freue mich. Bis dahin, mach keinen Quatsch und Rinni hauen.